Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Heute bei dem Let's Play von der ARP Kongo. In dem Fall habe ich mich ein bisschen belesen und kann sagen, dass die ARP Kongo bzw. der Kapitänin der böse Part ist bei der Apache of Blue Steel Serie. Ein wirklich feines Schiff. Natürlich die Kongo von vielen sowieso schon heiß vergöttert. In dem Fall schauen wir uns ganz kurz nochmal die Daten an. Trefferpunkte 54.100, Panzerung 25 bis 203. Die Hauptbatterien erstmal die 4x2 Geschütze 356 mm, dann 4x2 127 mm, dann die 14x1 152 mm, also die Sekundärbewaffnung, die macht dann durchaus Spaß. Feuerreichweite 21,2 Kilometer, die Flakbewaffnung, wie hier zu sehen, 12 Schaden auf 2,1. 12 Schaden auf 2,1, 36 Schaden auf 3 Kilometer und 24 Schaden, mittlerer Schaden immer ganz wichtig, bei 5 Kilometer. Manövrierfähigkeit, naja, wir reden hier von der Kongo, also bitte. Höchstgeschwindigkeit 30 Knoten, Wendekreisradius 770 Meter und die Ruderstellzeit dementsprechend natürlich schlachtschiffsgetreu sehr lange, 14,9 Sekunden. Und Sichtbarkeiten, auch über das sollten wir, glaube ich, nicht unbedingt reden. Jetzt haben wir das Schiff hier im Hafen gesehen. Wir wollen es aber spielerisch sehen und schauen, wie die Rauchwolken denn hier so ausschaut. Also, gucken wir uns doch das mal an. Und da haben wir also jetzt eine Matchmaker gefunden. Sind hier Top-Tier mit unserem Fünfer. Ihr seht, ansonsten Fünfer, Vierer und sogar bei uns mit der Kolberg ein Dreier. Also für jeden was dabei. Wir vergleichen die ARP Kongo einfach mal mit der New York und sehen, Überlebensfähigkeit sind wir im Vorteil, Artillerie sind wir im Vorteil, Flugabwehr im Vorteil, Manövrierfähigkeit, unglaublicher Vorteil und in der Verborgenheit ein kleiner Nachteil. Also von dem her, da kann uns die nicht viel, natürlich mit der Wyoming Tier 4 nochmal schlechter. Königsberg, auch wenn es ein Kreuzer ist, aber bis auf die Torpedos sind wir auch hier sonst sehr gut dabei. Also wir können uns da schon jetzt auf was freuen. Das ist es jetzt nochmal, man muss schon fast sagen, das böse Gerät. Besonders auch, wie diese Ornamente hier durchs Wasser scheinen. Ist ganz nice. Und jetzt beginnt die Schlacht, das heißt, wir fahren Richtung Norden, würde ich sagen. Also Richtung Norden ist, ja, da drüben halt. So. Und wir drehen uns dementsprechend schon mal so, dass wir gleich da hochfahren und dass unsere Türme Richtung Backbord schauen. Ich würde natürlich da drüben gleich einen Gegner mitnehmen, sofern sich da einer anbietet. Da bin ich der Letzte, der da nicht mitspielt. Reichweite habe ich ja genug. Hehe. So. Aber ich glaube, da macht mir keiner den Gefallen. Nee, da glaube ich. Ah ja, genau. Habt ihr gehört, gell? Nee, da ist jetzt mittlerweile schon der Berg im Weg. Beziehungsweise die Erhebung der Insel. So, ich hoffe, dass die Omaha da mit der Anti-Air gut arbeitet. Weil ich habe jetzt am wenigsten Bock, direkt mir die ersten Torpedos wieder hier zu fangen. Aber ich bin jetzt auch nicht das Schiff, was am vorderster Front ist gerade. So, die New York könnte vielleicht gleich beschießbar sein. Er kreuzt nämlich auch nach rechts. Und wir schießen einfach mal. Der Rauch hier eben typisch in dieser ARP-Style. Ich zeige den auch gleich nochmal live. Aber Wasser. Natürlich die lange Nachladezeit, ganz klar. Die verhindert, dass ich hier nochmal drauf schießen kann. Aber die Omaha. Und wir haben hier gerade nochmal den Rauch gesehen.
Schüsse kommen. Und zwei Zieltreffer. Da haben sie doch schon mal ein bisschen einstecken müssen. So, ich kreuze mal hinter der Wyoming, dass ich dann nachher vorne schön durchfahren kann. Ah, nee, auf die Omaha, da komme ich nicht. Der dreht schon dementsprechend. Der macht es mir da jetzt nicht so leicht. Ah, nicht weit genug vorgehalten. So, und jetzt wird gedreht. Ruderstellzeit haben wir ja gesehen vorher. Dementsprechend lange. Und wir drehen gleich so, dass die Türme rechts rüberkommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Man hat mit der Kongo aber noch ein wirklich sehr mobiles Schlachtschiff an der Hand. Das kommt natürlich einem jetzt zugute. Was macht denn die Omaha da? Komm, dreh dich ruhig noch ein Stück weiter, mein Freund. Die kamen schon nicht schlecht. Und hier nochmal, wie gesagt, der Rauch zu sehen. Nochmal ein 2000er. Auch wenn es nicht die Welt ist, aber es macht schon Schaden. Oh, da sind Torpedos. Die habe ich jetzt wenig Bock. Ah, der Sound ist sehr schön. Gefällt mir äußerst gut. Die Torpedo-Flugzeuge, die orientieren sich da Richtung Süden. Also deswegen haben wir hier unseren Spaß gerade. Nochmal ein Hit. Oh, da kommen doch die Torpedoflugzeuge. Ah, da hat die New York gleich gar keinen Spaß mehr. Der erste, der zweite. Zwei Torpedos, die wir da mal einschlagen. Holla die Waldfee. So, wir liegen noch hinten, aber das heißt noch nicht wirklich was. Drei verloren. Von uns einer von denen, aber es schaut ja trotzdem sehr, sehr knapp aus. Also von dem her will ich das noch nicht zu hoch bewerten. Da nochmal ein 5000er und ich bin auch noch rappelvoll. So, jetzt schießt die Omaha auf uns. Ne, doch noch nicht. Aber da ist natürlich einiges. An sich würde ich auf die ganz gern gehen. Das wäre ein potenzieller schöner One-Shot. Ich glaube, der kommt gut. Ja. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Das war zu erwarten. Jetzt muss ich nur auf die da aufpassen. Karlsruhe. Ja, ja, alles klar. Ich bin voll bei dir. Eieieiei. Ich lösche erst, wenn ich den nächsten Torpedotreffer abbekomme. Und kann jetzt auch noch reparieren. Also von dem her alles gut. Natürlich, die Omaha macht es mir jetzt nicht so leicht. Zeigt mir jetzt nicht ihre Seite. Zumindest hat sie das nicht. Aber jetzt aber, mein Freund. Ah, schade. Keine Zitadelle. Er zündet mich nochmal an. Ist nicht untätig. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass seine Torpedos, die sind 6 Kilometer, kommen die nämlich weit.
Da ist die Zitadelle mal weg gewesen. So, jetzt sollte der eigentlich erledigt sein, genau. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Brennen tue ich natürlich jetzt ganz, ganz kräftig. Zwei Brände am Start. Und die Phoenix hält da auch weiter kräftig mit rein. Komm schon, schieß. Ah. Ein Treffer. Leider noch kräftig 4 Sekunden lang am Lodern. Aber es schaut gerade gut für uns aus. So, die Phoenix sollte jetzt weggemacht werden. Und versenkt. Gegnerischer Kreuzer zerstört. So, und da ist der Flugzeugträger. Ich orientiere mich jetzt aber unten auf... Ne, ich gehe doch auf den Flugzeugträger. Da unten haben wir nämlich noch 2 Leute. Aber... Ne, ich verteidige unsere Flugzeugträger. Deswegen gehen wir jetzt auf die drauf. Natürlich haben die mich jetzt hier im Fokus. Ab auf die Königsberg, meine Freunde. Knapp daneben ist auch vorbei. Komm schon, ich brauche wieder was zum Schießen. Ah, Flugzeuge. Oh, oh, der tut weh. Mäßiger Schaden, kein Wassereintritt, alles gut, weiter geht's. Mund abwischen und weiterschießen. Ja, genau. Ich denke mir das genau das gleiche, junge Lady. Ist der weg? Muss ich da noch drauf schießen? Ja, der ist weg. Das heißt, ich gehe auf die Königsberg. Ich verstehe noch nicht, warum da keiner sich um die Flugzeugträger kümmert. Okay, die kommt, die kommt. Ah! Nicht so wie erwartet, nicht so wie erwartet. Sehr, sehr ärgerlich. Da hatte ich eigentlich gedacht, und ich hatte schon die Zitadelle in meinem geistigen Auge vor mir gehabt. So, und jetzt natürlich da die Torpedos. Nein, dreh. Wow, knappes Ding. Unser Team hat die Führung übernommen. Aber ja, unser Team hat die Führung übernommen. Da drüben noch die Wyoming. So, jetzt werden wir links an der Insel vorbeifahren. Die Ruderstellzeit ist wirklich lang. Nur die einzige, die Flugzeugträger, die machen mir noch das Leben unnötig schwer. Und das letzte Mal, dass wir reparieren können.
Kommt schon, kommt schon. Ah, nicht so viel Schaden wie erhofft. Und wie gesagt, da kommen schon die nächsten Torpedobomber. Aber fliegen auf die Omaha. Ja, tatsächlich. Spannende Geschichte. So. Ah, drei Treffer, kein Schaden. Ärgerlich. Aber, oh ja. Da ist er weg. Wie gesagt, was ich nur nicht verstehe, warum unsere schnelleren Jungs nicht auf die CVs gehen. Bisschen sinnlos. Also man hätte von da oben schon lange darüber fahren können. Hatte doch sogar einer gesagt, dass er das macht. Die Wyoming. Ja, die Wyoming ist hier unten. Also so viel zum Thema CV-Jagen. Aber egal. Jetzt haben wir mal das erste Flugzeug abgeschossen. Das ist zwar schon eine Zeit lang her, aber vielleicht wird es ja noch eins mehr. Scheint auf jeden Fall der eine da unten zu sitzen. Ich fahre jetzt aber auf den Punkt direkt drauf auf A. Natürlich sind wir mit 30 Knoten jetzt nicht unbedingt langsam. Aber wir sind jetzt auch nicht so der Speedy Gonzales. Fünf Minuten ist nämlich die Runde noch lang. Klar, wir liegen Tickets. Ich habe nichts gesagt. Komm schon, ich brauche dich da vorne. Okay, jetzt wird gejagt. Jetzt ist Jagdsaison angesagt. Ne, der war daneben. Aber wir haben ja Gott sei Dank ein schnelles Gerät am Start. Und dementsprechend ist das auch hier möglich. Nächste Salve wird dann allerdings HE werden. Macht natürlich auf so Flugzeugträger am meisten Spaß, HE zu schießen. Aber da sieht man auch mal wieder, wie schnell die sind. Vorher hier oben noch gespottet und plötzlich hier unten. Jetzt spielst du in der Wyoming in die Hand, dass der praktisch der andere da abhaut. Weil den sieht er nämlich dann zuerst. Komm schon, gib bisschen Gas, gib bisschen Gas, gib bisschen Gas. Ja. Auf jeden Fall so ein Ausfall, der ist sehr ärgerlich. Und dementsprechend brauchen wir jetzt auch nicht mehr so weit vorhalten. Auf jeden Fall gleich geschafft, die Runde. Lief bisher wirklich sehr gut, 3 Kills. Kann man sich nicht beklagen an dieser Stelle. Und hier die Horseshoe, die wird jetzt auch gleich zerstört sein. So, noch 1200. Und weg ist es. Und auch an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, die ARP-Schiffe sind keine Premium-Schiffe. Also es ist ein ganz klassisches, normales Standardschiff. Nur um das nochmal zu erwähnen. Ja, aber es gab 216.401 raus, war der Tagessieg, muss man auch natürlich dazu sagen. 3020 XP, 151 freie Erfahrungen. Wir sind auch im Team auf Platz 2 gelandet. 1342 Basis XP und wir haben gemacht knapp. Bisschen unter 70.000. Aber ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal für ein Tier 4 Schiff so lassen. Tier 5 natürlich. Und erhaltener Schaden sehen wir hier nochmal und die Kreditpunkte nochmal im Detail. Also unterm Strich gab es 198.399 raus. So, dann hoffe ich, dass diese Folge gefallen hat. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.